So, und jetzt haben wir einen Termin beim Beauty Doc. Zusammen mit einer ganz besonderen und vor allem auch äußerst anspruchsvollen Kundin. Die Queen gibt sich die Ehre. Queen Mary II, das wohl ja bekannteste Kreuzfahrtschiff der Welt. Die ist nämlich gerade in Hamburg in einer Werft zu Gast, um vom Bug bis Heck mal so richtig aufgehübscht zu werden. Ja, und wenn so eine Königin zu Besuch kommt, dann haben mal eben um die 4000 Leute rund um die Uhr ordentlich Stress. Die Queen Mary II. Sie kommt zur dreiwöchigen Schönheitskur nach Hamburg. Hier in der Werft von Brom & Voss wird das berühmte Passagierschiff das aufwendigste Facelifting seiner Geschichte bekommen. Kaum hat es sich ja festgemacht, übernimmt der Trupp der Arbeiter das Kommando auf dem Schiff. Mehr als 4000 Mann legen bei dem Millionenprojekt Hand an. Die Queen ist eine besondere Kundin, die viel verlangt. Es ist schon was Schönes, sowas zu bearbeiten. Also weil es ja ein relativ altes Schiff ist. Aber sonst ist es Arbeit. Der alte Pool kommt weg. Hier sollen neue Kabinen entstehen. Monatelang wurden die Bauarbeiten vorbereitet. Die Handwerker sind Experten, die aus der ganzen Welt angereist sind. Schiffbauingenieur Adi koordiniert die Arbeiten. Mit gerade mal 29 trägt er die Verantwortung für große Teile des 100 Millionen Euro Umbaus. Jetzt muss er Verzögerungen unbedingt vermeiden. Der Schleifer will irgendwas schleifen, der Schweißer will schweißen, der Schiffbauer will ausrichten. Das muss man alles koordinieren und im Griff kriegen. Und immer wieder, wenn es Probleme gibt, was die Jungs nicht selber lösen können, dann rufen sie an. Und dann muss man auch ab und zu mal Kindermädchen spielen. Einige Etagen tiefer im Restaurant Britannia wird der Teppich ausgetauscht. Nach 12 Jahren hat sich der Untergrund teilweise aufgelöst. Gearbeitet wird an Bord rund um die Uhr, sonst wäre das Pensum nicht zu schaffen. Zwischencheck in der Großbaustelle Restaurantetage. Die beiden kochenden Zwillinge aus England, Mark und Nicholas Aldroyd, überprüfen den Baufortschritt. Hier soll in 14 Tagen alles fertig sein. Die Köche sind skeptisch. Wir hoffen und beten, dass in 2 Wochen alles fertig ist. Wir wissen, dass die Arbeiter großartig sind, aber in den nächsten 4 oder 5 Tagen müssen wir die Speisekarten in Druck geben. Die Queen Mary II erhält in Hamburg auch einen neuen Außenanstrich. Unten im Dock muss der alte Lack ab. 12 Jahre gehen auch an einer schwimmenden Königin nicht spurlos vorüber. Überall finden sich Spuren von Anlegemanövern und Treibgut. Der Anstrich ist filigrane Handarbeit. Mehr als 10.000 Liter Farbe wollen gleichmäßig und ohne Lacknasen aufgebracht werden. Das Schiff muss zum vereinbarten Termin fertig sein, sonst drohen der Werft hohe Vertragsstrafen. Der Kunde hat einen Plan und die Passagiere, also die einzelnen Fahrten sind schon ausgebucht und den Passagier will man natürlich ja nicht auf das Schiff warten lassen. Auf dem Achterdeck eine Attraktion für die tierischen Gäste. Die Queen Mary II ist das einzige Kreuzfahrtschiff, auf dem auch Katzen und Hunde willkommen sind. Für die Vierbeiner hat sich die Reederei jetzt etwas Besonderes einfallen lassen. Eine Straßenlaterne aus London und einen US-Hydranten. Der Kunde ist König, wie das immer so schön heißt. Dadurch sollen sie dann halt, soll was vom Luxus für die Hunde halt darstellen. So können die Vierbeiner beim Gassigehen ganz individuell entscheiden, ob sie eher rustikal amerikanisch oder vornehm britisch das Beinchen heben. Im neu gestalteten Restaurant hat das Beten offenbar geholfen. Alles ist rechtzeitig fertig geworden. Wie geplant sind die Köstlichkeiten für die Passagiere aufgebaut. Es ist fantastisch. Wenn wir bedenken, dass hier vor kurzem noch alles total nach Baustelle aussah, ist das doch jetzt wie ein Mini-Metropolis. Während sich die ersten Gäste hier mit Krabbenhummer und Kaviar eindecken, hat oben auf dem Hundedeck Coco eingecheckt. Das 16 Jahre alte Yorkshire-Männchen aus New York ist der erste Vierbeiner, der den neu installierten US-Hydranten und die Londoner Straßenlaterne benutzen darf. Dann nimmt die neue Queen Mary II nach 3 Wochen wieder Fahrt auf. Nach dem Umbau in Hamburg Richtung Southampton. Von dort weiter über den Atlantik nach New York. Mit der neuen Ausstattung soll sie mindestens noch 20 Jahre im Dienst bleiben. Na dann,
allzeit gute Fahrt, würde ich sagen. Und alle, die nicht mit an Bord gehen, aber gerne noch mehr vom Aufenthalt des Riesenschiffs in Hamburg sehen wollen, denen empfehle ich die ZDF-Reportage am Sonntag. Schönheitskur für Queen Mary. Ein Kreuzfahrtschiff wird überholt um 18 Uhr hier bei uns im ZDF.